Hallo und herzlich willkommen zu Kirby's Adventure. Zwar auf Deutsch. Und auf die Lololol. Yay, die Lololololol-Welchen. Ah, das ist ein schönes Spiel. Ich habe übrigens das Spiel jetzt einfach nur gewählt, weil erstmal Turtles in Time Bunny zu enden ist. Das ist, glaube ich, sogar noch eine Folge, wenn ich mich rechnen würde. Denn das war jetzt länger her. Und weil es eines der ersten Spiele war, die ich gespielt habe. Obwohl es nicht zu meiner Generation gehört. Weil man hätte gesehen, 1993, ich bin 1998 geboren. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich finde es auch schöner als das Remake, würde ich sagen. Deswegen spielen wir es jetzt. Da 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 da, das Spiel ist so schön. Da, da, da. Und die erste Fähigkeit. Hey. Das Witzige ist, dass wir, soweit ich weiß, auf dem NES, und auch auf dem Super NES, kein einziges deutsches Spiel hatten, sondern die waren alle englisch. Das war ganz witzig. Übrigens, die Frame-Drop kommen vom Spiel. Ich meine, das Spiel ist schon etwas älter. Das ist, nein! Aua! Übrigens bin ich normal. Was gibt's eigentlich zu Kirby zu sagen? Eigentlich nicht viel! Außer zu steuern, wenn etwas blöd ist. Nicht! Ja, also gesehen, das war ja wirklich nicht mit Kirby zu sagen. Es ist halt so gesehen, dass ich das erste richtige Kirby nach Kirby's Dream Land. Kirby's Adventure halt. Also war zumindest das erste Kirby, was ich gespielt habe, deswegen ich auch nicht weiß, ob es davor noch. Aber ich wusste es halt nicht. Mittlerweile weiß ich halt, dass Kirby's Dream Land das erste. Aber ich glaube, der Teil war der erste Teil, wo die Fähigkeiten sind vorkamen. Ich find's schön. Das sind 46 FPS. Wenn der irgendwie. Das hier, 46 FPS. Yay, Maxi Tomata. Die füllt einen vollständig auf. Zeig ich nochmal andere Fähigkeiten. Nein! Warum hat mich das nicht geklappt? Ups, falsch ist das. Ach, mein Controller funktioniert nicht mehr so gut. So, Feuer! Man kann aber hier ein Alter halt noch nicht viel machen, weil die Fähigkeiten nicht wirklich ausgreift. Man hat halt das hier und das war da schon. Einen Angriff hat man dann so viel. Gut, man hat das, aber das bringt nicht sonderlich viel, wie man sieht. Und das ist schon das Ende des Levels. Mal sehen, wie weit ich komme. Oh, 2. Gar nicht so schlecht. Übrigens, auf der 1 kriegt man, glaube ich, ein Leben. So. Das ist aber irgendwie ein Minispiel mit dem Kirby, der da rumwackelt. Und wenn die Tür so aussieht, bedeutet das, die ist komplett. Ich weiß nicht, ob das Fähnchen das auch symbolisiert, aber ich weiß, wenn die Tür nicht mehr leuchtet, ist es komplett. Wollen wir mal das Minispiel machen. Das wird relativ scheiße. Kirby's Kran. Benutze die Knöpfe, um den Kran zu bewegen und einen Kirby zu bekommen. Die Mühe lohnt sich. Das stimmt, aber versucht bloß mal seinen zu bekommen. Versucht den Fetten zu kriegen. Man hat 2 Versuchungen. Wenn man beide kriegt, kriegt man glaube ich 5 Leben? Ich weiß es nicht. Ich habe 3. Vorführeffekt. Nice. Wenn ich jetzt nochmal kriege, wäre ich geil. Ich glaube, das wird nicht, das funktioniert nicht zweimal, deswegen. Aber ich krieg zumindest ein paar Leben. Ich freue mich so auf das Spiel. Ja, der fällt runter, das sieht man. So wie der wackelt, sag ich ab. Das ist das Problem an dem Spiel. Die Chance, den zu bekommen, ist so scheiße gering, aber einen bekommen. Das sind 2 Leben, richtig. Also maximal 4 Leben kann man kriegen. Und da haben wir schon mal 6 Leben in den Lololololol-Mädchen. Das ist ein doofer Name. Irgendwie, es klingt zwar komisch, aber ich finde die Retro-Musik bei weitem besser als die Remake-Musik. Also die Remake-Musik. Also ich bringe das auch noch zurück. Wow, verdammt. Also ich finde die Designs so geil. Yay. Cutter, Bumerang. Und das Mobster. Mobster. Und Abflug! Da, 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 da. Oh, guck mal, Grafikfehler. Kann ich nochmal kriegen? Ja! Ach ja, ich mag die alten Spiele. So, hier kommt unser erster Miniboss. Ohne epische Musik. Alter, du Pisser! Übrigens verliert man hier noch in diesem Körperteil seine Fähigkeit, wenn man angegriffen wird, also wenn man getroffen wird. Allerdings hat der dafür eine spezielle Fähigkeit, und zwar Amok. Übrigens ist das immer eine Erklärung, was man kann.
Alle Gegner im Bild verschwinden auf einem Schlag. Oder so ein einmal. Halt Amok. Ich glaube, in anderen Teilen heißt das dann Vernichtung oder irgend sowas. Na, Eruption, irgend sowas heißt das dann. Ah, da. Das ist im Übrigen auch ein Spiel, wo Kirby und Enki Schlange fliegen können. Da, 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 da. Aua. Nein! Nein! Inferno! Ja, Inferno hieß es, genau. Mann! Also, da könnte ich mich gerade nicht sagen, aber wäre hier noch nicht spektakulär gewesen. Bomben gibt es im Übrigen in diesem Spiel nicht, weil ich das noch nicht erwähnt habe, weil ich bin sehr vergesslich. Ah! Ich weiß noch gar nicht, was meine Lieblingsfähigkeit ist. Ich glaube, UFO war es, und ich krieg mir erst in den letzten Stages. Ich werde im Übrigen versuchen, das Spiel auf 100% zu spielen. Versucht heißt im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel gemacht habe. Das Spiel ist von den Geheimnissen her 100-mal schwerer zu finden als sein Vorgänger, sein Nachfolger, sein Remake. Remix, ja, ja, sein Remake. Sword. Ah ja, stimmt, das Schwert hat zwei verschiedene Angriffe. Und das war's schon wieder. Jetzt geht's auch richtig schnell. Wir sind gerade mal bei 6 Minuten und haben schon 2 Level geschafft, wie das Schild uns gerade anzeigt. Und zwar auf 100%, weil im zweiten Level gibt's auch noch nichts, also ich meine, ja. Ich glaube, hier ist das erste Geheimnis, weil dann müsste das hier verschwinden. Wenn es überhaupt wieder aus dem Geheimnis ist, ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, ich hasse es. Ich bin gewohnt, mit A zu fliegen, weil er springt nur mit A. Das ist so. Dann fehlt mir der Doppelsprung, den man fliegen konnte. Nein, ich komme wieder rein. Guck mal, Kraft da. Nein! Ah! Na, mein Kirby-Spiel war das übrigens auch eine Fähigkeit, die jetzt beim Besen. Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Feuerball! Die ist so cool. Vor allem deswegen. Weil ich das so liebe, dieses Bouncy-Ding. Nein! Ich finde auch für NES-Zeit ist das Spiel echt hübsch. Das hat schon eigentlich sehr viel aus dem NES rausgeholt. Ich sehe, was es dort sonst für Spiele gibt. Aber gut, das ist glaube ich auch eins der letzten NES-Spiele gewesen, deswegen. Übrigens, man kann nicht ins Wasser eintauchen, währenddessen man. Alle Luft und auch aufgeblasen ist angesehen. Genauso wenig wie man unter Wasser einen Großteil der Fähigkeiten einsetzen kann. Man kann nur, glaube ich, das Schwert kann man drunter einsetzen, das weiß ich zu 100% und glaube ich den Schirm, aber den kriegt man eher zurück. Und da ist nochmal Feuerball, nein! Na, man wird sich das immer sterben, ich schätze mal bald. Oder auch nicht, da ist nämlich eine Maximumasse. Man kann sich natürlich auch einfach machen über das ganze Level fliegen, das wäre aber langweilig. Ah, ich erinnere mich, das war scheiße. Und dann schon wieder das Ende des Levels. Yay! Und Grafikfehler! Geil! Das ist ja wirklich geschafft. Wir sind gerade noch bei 8 Minuten. Nicht mal eine Folge voll. Oh, das war schlecht. Ich liebe dieses Spiel. Es ist doch seltsam, dass ich wenigstens nicht im Vollbild habe, es anfängt zu laggen. Was mich echt verwundert. Aber naja. Und hier sind wir im Museum. Im Museum kann man sich Fähigkeiten nehmen. Hier könnte man sich beispielsweise das Schwert holen. Mache ich aber nicht, weil mir Feuerball das gefällt. Den gibt es im Übrigen in späteren Spielen nicht mehr. Da wurde dann das Feuer einfach komplett ersetzt. Was zwar sinnvoll ist, aber ich fand den Feuerball eigentlich als eigene Fähigkeit ziemlich cool. Und jetzt kommen wir schon wieder zum nächsten Zwischenboss, nämlich den Arschloch. Nein, zu dem hier. Ich habe aber keine Ahnung, wie der alle heißt. Die Namen werden mir noch nicht angezeigt. Aber den gibt es auch in jedem Kirby-Spiel, deswegen. Du musst warten, bis er sein Eis schießt und seinen Arsch zeigt und dann das. Das war's dann auch schon. Ah! Ah! Und dann kannst du den Boss einsaugen und kriegst Frost. Das ist auch eine Fähigkeit, die es in späteren Teilen nicht mehr gibt. Aber die finde ich auch voll cool. Und da gibt es auch einen Grund dafür, nämlich den hier. Kann man später nur noch mit Eis machen, weil Eis ist nicht so effektiv wie das. Weil bei Eis schießt du ausschließlich nach vorne wieder Feuer ein. Wenn du das machst, kommt ja keiner in die Quere. Außer halt Boss. Aber diese kleinen Gegner sind so gut wie erledigt. Also finde ich es voll cool, die in Eisbrücke zu machen.
Und das ist stark, ist eine schöne Fähigkeit. Werde ich wahrscheinlich auch zeigen, sobald ich den nächsten finde. Und das kann man auch machen, das ist auch so cool. Halt. Also ich will den Sound davon erzählen. Ah, schade, es gibt hier keinen mehr. Da oben geht's nicht weiter. Und da sind wir. So. Und jetzt sind wir schon oben auf den Baum drauf. Oh nein! Verdammt! Meta Knight! Yay! Außerdem hat Kirby eine der coolsten Unbesiegbarkeitsmusiken. Oh, halt! Da komm ich jetzt hoch. Ich bin jetzt hyper, hyper! Das war das vierte Level. Und Platz 4. In 11 Minuten. Sehr schön. Wir dürfen es auch kein Geheimnis geben. Und da sind wir schon beim ersten Boss. Ja, da war die erste Welt auf dem Kürzen Geheimnis. Und da kommen wir nicht weiter, das ist die Warp Zone. Wer Kirby, Nightmare und Dreamland kennt, wer generell Kirby-Spiele, weiß, wer jetzt als erster Boss kommt. Es ist Wispy Wood. Der unglaublich mächtig ist und sich unglaublich verteidigt. Yay! 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 Ich hab die Musik kaputt gemacht, geil. Okay. NES, du bist so ausgereift. Und trotzdem hast du mehr Spiele als die PS4. Und das war's mit Kirby's Adventure. Bis zum nächsten Mal. Nein. Und jetzt sind wir in Welt 2, die Insel der Donuts. Ein Gnome. Und was? Au. Tut Pammer. Auch echt schön. Generell sind die ganzen Welten echt schön. Man muss auch witzigerweise sagen, als das Spiel früher als Kind gespielt habe, bin ich nie über den dritten Boss gekommen. Weil der dritte Boss echt scheiße ist, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber wie man ihn sich leicht macht. Ich glaube, das noch falsch nehmen. Doch, das ist falsch. Das ist ein übrigens schon. Tja, den kann man auch unter Wasser nutzen. Ja, und da funktioniert auch genau mit einem Kopfteil. Und zwar kleidest du damit nämlich nach unten, wenn du das bist. Ja, egal. Du nimmst die Welt eh wieder rein. Halt. Na gut, stimmt, das war hierfür. Ja. Und zwar schützt sich der Schirm auch von diesem fallenden, explodierenden Kuckuck. Und er verschwindet schnell mal im Wasser, weil man nicht spielt. Die Gegner sich einsaugen, die explodieren und verfolgen dich, weißt du. Ja. Dann nehmen wir halt Schwert. Yay. 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 Ach, das Spiel ist so viel hübscher als sein Nachfolger. Mann, das regt mich so. Oh Gott, Inferno. Das ist Amok, oder? Die Fähigkeit anders erhält man automatisch Amok. Ah, die Reichweite dieses Viehs ist so riesig. Da muss man echt aufpassen. Whee! Aber solange man einen Schirm hat, braucht man ja keine Angst zu haben. Hey, das ist ein Baum. Wispy! Die Fähigkeit ist aber auch extrem cool. Tornado Tempest! Achtung! Whee! Whee! Die Fähigkeit ist voll witzig. Und wir sind schon wieder auf das Level durch, Mensch. Die Level gehen mir so fix. Noch. Noch, wohlgemerkt. Wieder viel. Aber Wirbelwind ist nicht eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Das ist nämlich so scheiße. Das funktioniert nochmal drin. Wieder mit dem Spiel. Da. Ja, das ist das. Aber es ist etwas dämlich gemacht. Achtung. Ah ja, Dotter. Mit den Knöpfen öffnet sich Kirbys Mund, um die Eier zu fangen. Ist aber niemals ein von den Bomben. Ja, das ist etwas doof, weil gegen Ende des Spiels wirst du nur von Bomben zugespammt. Oh nein, es ist King DDD. Das meine ich, man kriegt irgendwann nur noch Bomben ab. Ja, warte mal. Ich glaube, hätte ich ein paar mehr gekriegt, hätte ich sogar leben können. Am Ende wären das wahrscheinlich nur so 3 Leben gewesen. So.
eine Welt machen wir noch, dann beende ich die Folge. Da habe ich nämlich genau für einen Part genug. Yay! Ach ja, ich habe ja Tornado, ich dachte, ich bin immer noch im Saugmodus. Das Problem aber an Tornado sind solche Räume, du kommst meistens nie an die Gegner ran. Deswegen weg damit, weil ich glaube, jetzt kriegt man noch eine extrem coole Fähigkeit, nämlich den Ball. Ach ne, wir kriegen das verstanden. Igel. Auch eine sehr schöne Fähigkeit. Ah ne, wir fliegen das mal weiter. Ich mag das Meer. Und wir fliegen jetzt glaube ich zur Pyramide. Und wir kommen zum nächsten Zwischenboss. Ich weiß auch wer das war. Dort sind abgeschnittene Kaktussens. Kaktussens, richtig. Wir spiken einfach das Rad auf. Fick dich du, Scheißrad. Mann. Moment, die haben sich jetzt angehört, wir kriegen aus Yoshi's Island. Das fällt mir jetzt was mal auf. Schande über mein Haupt. Lass mich die Musik so gut. Komm her. Das ist aber auch eine extrem geile Fähigkeit. So die Reifen. Die Reifen! Yay! Speed! I'm so fast! Yay! Ich liebe die Reifen, die ich finde sie toll. Und das war's schon wieder. Au! Fast. Aber das war's dann auch erstmal mit der ersten Folge. Oder auch nicht, denn wir haben noch ein Minispiel, was wir machen wollen. Dann war's mit der ersten Folge. Weil ich könnte es vielleicht später gebrauchen. Es gibt später noch einen Boss, den ich abgrund die Fassung, von dem ich immer mal wusste, dass der existiert. Das ist das Problem. Nee, funktioniert nicht. Ich melde jetzt runter. Danke. Schön ist aber, sie werden nicht resettet. Also, so gesehen, ist es eigentlich ganz nett gemacht. Außer, dass man halt zwei Versuche hat und die Chance, das zu kriegen, ist so gering, dass es eigentlich schon wieder unfair ist. Aber naja. Statt, die wird sogar wahrscheinlich in Mitteln folgen und so weiter. Nice. Schon wieder zwei Leben. Das ist eigentlich relativ gut für mich. Ich krieg nämlich sonst meistens keine Leben bei diesem Spiel. Ich hatte gerade Angst, dass der Emulator abgestürzt ist. Und drin speichert das Spiel automatisch. Trotzdem werde ich gleich ein Save-State machen. So, und beim nächsten Mal sehen wir uns in Welt Level 3. Wieder. Hi. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann in Level 3 wieder. Und beenden dann. Welt 2 wahrscheinlich. Jetzt muss ich nur schnell noch irgendwie zum Sound kommen und Aufnahme beenden.